feierliche Zertifikatverleihung im Rahmen des Präventionsprogramms Kita mit Biss. Das wissenschaftlich fundierte Brandenburger Präventionsprogramm Kita mit Biss ist bereits sehr erfolgreich und wurde seit Dezember 2016 flächendeckend auch in Berlin eingeführt. Als erster Berliner Bezirk hat Spandau am 30.06.2017 den bisher teilnehmenden 12 Kitas feierlich die Zertifikate überreicht. Ziel des Präventionsprogramms ist es, bei den Kita-Kindern eine gute Zahn- und Mundgesundheit zu erreichen, frühkindliche Karies zu vermeiden und das tägliche Zähneputzen wieder in allen Kitas zu etablieren. Dieses Programm ist eine der Aktivitäten im Rahmen des Gesundheitszieles Gesund aufwachsen in Spandau. Die Verleihung der Zertifikate wurde vom zuständigen Bezirksstadtrat für Bauen, Planen und Gesundheit, Herrn Bewig, der Amtstierärztin und Leiterin des Gesundheitsamts, Frau Dippel Med-Widders, und vom leitenden Zahnarzt im Gesundheitsamt, Herrn Müller, vorgenommen.